Guten Tag und willkommen zurück zu New Super Mario Bros. U Deluxe. Wir haben im letzten Part den Secret Exit vom Geisterhaus gefunden und davor auch Mopsy freigeschaltet, also das Mopsy-Level für diese Welt. Und bevor wir jetzt den normalen Exit bestreiten, fangen wir erstmal Mopsy. Was denke ich gar nicht mal so leicht sein wird, obwohl mit dem Eichelsuit vielleicht, aber wir haben das ja jetzt sowieso verloren und der Dreckster. Jetzt kann ich schon gar nicht mehr reden, so sprachlos bin ich. Der Drecksack stand in so einem scheiß Stachelgummer drin. Gut, dass ich dann noch schnell reagiert und ihn angesprungen habe. Sonst hätte das auch ganz anders enden können. Na gut. Und Moment mal, warum sind die Toadhäuser schon wieder da? Boah, keine Ahnung. Aber wir werden jetzt erstmal den normalen Exit im Geisterhaus suchen. Und ich denke, ich nehme einfach nur mal einen Stern. Just for fun. Einfach nur ein bisschen Platz im Inventar zu kriegen. Ah, dann machen wir dich wenigstens weg. So. Ja, und es gibt sogar einen Applaus dafür. Nice. So, dass wir alle Münzen gesammelt haben. Natürlich nicht, dass wir einen Buu gekillt haben. Das wäre auch ein bisschen komisch. Naja, nicht unbedingt. Die Viecher sind echt eine Plage, aber... in dem Sinne, dass man es eigentlich nicht schaffen kann, die zu killen. Na gut, hier geht's rein. Okay, und hier ist die zweite Starcoin. Die hätten wir auch so kriegen können, leider. Aber egal, wir mussten ja sowieso nochmal hier rein. Also eigentlich gar kein Problem. Weiter geht's. Ja gut. Also ich gehe mal davon aus, dass wir da wirklich durch die versteckte Tür müssen. Und dass es hier nur Bonus sonst gibt. Ja, so ist es. So, wir holen uns aber noch den One-Up ab. Und dann geht's weiter. Let's go. Also ich weiß ja im Prinzip schon, wo ich nicht her muss. Okay, hier kann man auch rein, aber es bringt einem nichts, ne? Wird man einfach nur zurückgesetzt. Ja, wahrscheinlich. Ach, okay. Was ist hier? Okay,
Okay, die ist fake. Na gut. Ach, da kriegt man sogar einen Eichelsjod. Okay. Na gut. Hätten wir auch vorher kriegen können. Ohne zu sterben, hätte ich das nicht aus dem Inventar nehmen müssen. Jawohl! Aber kann man ja nicht wissen. Ich habe den Block halt übersehen. Schade, aber ist jetzt auch nicht das Schlimmste. Immerhin haben wir jetzt die Welt abgeschlossen, beziehungsweise nicht die Welt. Wir haben sie fast abgeschlossen. Aber das Geisterhaus haben wir auf jeden Fall erfolgreich abgeschlossen und gehen erstmal hier ins Bonuslevel. Das habe ich ganz vergessen. Und zwar die Karos-Karambolage. Let's go! Also ich muss ja sagen, ich feiere dieses Setting mit der Polarnacht extrem. Ich finde auch, die haben diese Welt, also die Eiswelt, hier in dem Spiel viel besser hinbekommen als so in anderen Spielen. Einfach wegen diesem Setting. Weil es sonst einfach immer eine Eiswelt war, eine ganz normale. Aber hier haben die Level wenigstens was. Und sind nicht einfach nur Eis. So wie in der Wüste zum Beispiel einfach nur Wüste war. Mit Pyramiden und so wie man es halt kennt. Aber sonst war es halt echt nichts Besonderes. Ja, okay, das ist die erste Starcoin. So will man das sehen. Hier ist ein One-Up drin, ne? Ja. Alles klar, dann können wir es ignorieren. Und wir besiegen dich mal ganz kurz, damit du ja nicht mir meine Ersatzblume klaust. Und dann geht's auch schon direkt weiter. Also ich muss schon sagen, die sind... Die sind ziemlich nervig. Das kann es doch nicht sein. Ich weiß nicht, gibt's da unten was? Würde auf jeden Fall ganz gerne schauen. Es gibt hier ein One-Up. Ist jetzt nicht viel, aber wir nehmen es trotzdem mit. Hallo, wir nehmen es trotzdem mit. Und wir kriegen hier tatsächlich Zeitprobleme. Ah, jetzt lasse ich mich ja auch noch dumm treffen. Ist ganz geil. Gibt es hier den ersten Timeout? Nein, gibt es nicht. Aber wir haben nur... Eine Starcoin. Eine einzige. Oh Gott. Hm? Ein Achterbahnlevel? Das ist aber geil. Oder ist das überhaupt ein Level? Nee, ne? Na, schade. Ich glaube, es ist tatsächlich kein Level,
Aber ich finde das dennoch cool. So die Achterbahn. So als Weltenverbinder quasi. Ist ganz nice. Okay, hier gab es die erste Starcoin. Dann bin ich mal gespannt, wo die anderen Dinger sind. Oh, okay, ich sehe es direkt. Hier gibt es anscheinend die zweite. Alles klar. Ach, man... Na, man kann auf die scheiß Schneebälle draufspringen. Das muss man aber auch erstmal wissen. Ich meine, ja, okay, sind Schneebälle, aber... Ich glaube... Wenn die rollen, kann man nicht draufspringen. Ich glaube, wir nehmen den mal besser mit. Den Koopa-Panzer. Einfach, um den wegzuböllern. Und hier oben gibt es anscheinend nichts. Okay. Aber hier oben. Alles klar. Das war die dritte und letzte Starcoin. Und jetzt ab ins Ziel. Das, hallo, das One-Up lasse ich mir aber trotzdem nicht nehmen. Okay, kriegen wir noch was hin? Ja, ja, aber locker. Da können wir auf jeden Fall noch die Eiswelt abschließen. Ich denke sogar mit alten Starcoins. Ich würde ganz gerne den Pinpool-Kampf überspringen. Okay, gelingt mir auch. Also weiter zu Wendys Steinblockfestung. Steinblockfestung? Ja, okay. Ich denke, die kommen noch. Aber jetzt so aus dem Standpunkt heraus, so vom Anfang an, wirkt es eher wie Wendys Kippfestung oder irgendwie sowas. Ah ja, okay, da kommen sie. Ah, Moment. Da ist doch was. Endlich mal. Ist die erste? Ja, tatsächlich. Nice. Ach, scheiße. Ich wollte da oben eigentlich gegen die Wand. Na gut. Ja, nee, da ist wahrscheinlich nichts. Aber hier gibt es eine neue Eisblume. Alles klar. Brauchen wir uns gar nicht ärgern. Weiter geht's. Ist hier oben noch was Vernünftiges oder nur Münzen? Okay, nur Münzen anscheinend. Genauso wie da. Die holen wir uns ab. Kann man die wegböllern? Nee, ne? Ja, so schon mal gar nicht. Ja. Nice. Okay. Okay, ich dachte, da wäre ein One-Up drin.
Ah ja, okay. Ich dachte mir schon, dass da was ist. Immerhin denke ich nicht, dass es da... Scheiße. Dass es da umsonst so komisch runtergeht. Ja, und da muss man auf jeden Fall ruhig bleiben oder sich wirklich beeilen. Aber so eine Mischung daraus, nee. Das geht auf jeden Fall nicht. Boah, habe ich mich jetzt schon wieder verjagt hier. So, jetzt aber. Ja, ist easy, wenn man hier bisschen mit Verstand rangeht. Sich nicht so dumm aus dem Konzept bringen lässt, wie ich gerade. Okay, aber ich glaube, die kann man killen, wenn man auf den Block springt, oder gegen den Block springt, besser gesagt, auf dem die gerade sind. Einen Moment, ich würde es gerne ausprobieren. Alles klar, da hätte mich das Spinnen fast gekillt. Na gut. Halb so schlimm. Wir leben noch. Drittes Starcoin? Ich gehe mal davon aus, dass die hinter dem Thwomp ist. Ja, drittes Starcoin. Let's go. Ey, Feinder. Dann ab zu Wendy. Man möchte eine Dame ja nicht warten lassen. Aber wechseln wir erst zur Feuerblume. Und gehen dann ins Tor. So, diese Passage finde ich aber irgendwie immer ein bisschen unnötig, wo man erst hier hinlaufen muss. Ist zwar auch irgendwie cool, so, ja, Vorbereitung aufs Battle und ja, so ein bisschen Anspannung nochmal erzeugen. Aber dennoch muss man da leider zugeben... Das ist sehr unnötig. Zack. Und weg mit dir. Naja, schwer war die jetzt nicht. Aber ist ja auch klar, wenn man die wie so ein Geistesgestörter direkt mit der Feuerblume wegböllert. Naja, wie auch immer. Und hier nochmal die Bestätigung. Alle Sternenmünzen gesammelt. Ja, wir wollen speichern. Und ich kann ja auch schon mal die nächste Welt anteasern. Oh.
Ja, cool. Danke, Nintendo. Lass es eine Galeere sein. Ja, wie auch immer. Dann geht's halt weiter. Anscheinend. Wird eine Verlängerung verlangt. Was ich auch gut verstehen kann. Immerhin sind meine Videos ganz toll und so. Ja. RIP. Ihr habt's alle gesehen. Ihr habt es alle gesehen. Das Arschloch wollte die scheiß Leiter nicht runterklettern. Ich dachte erst, ich hätte irgendwas falsch gemacht. Aber nö. Hab ich nicht. Was soll der Scheiß? Ganz ehrlich. Naja, wie auch immer. Wir haben da ja gerade ein paar One-Ups gefarmt, also gar kein Problem. Ja, kratzt schon ein bisschen an meinen Stolz, keine Frage. Aber das Schlimmste von der Welt ist es jetzt nicht. Aua. Naja. So, dieses Mal klettern wir hier vernünftig runter. Hallo. Er will da nicht dran! Das blöde Arschloch will da nicht dran! Nicht aufregen. Nicht aufregen. Och Mann, ey. Was soll das denn? Iji, du grüner Vollidiot, ne? Was zum Teufel? Farmen bald keine One-Ups. Machen es nicht. Mit Bonus-Skill. Okay, man darf ja anscheinend nicht springen, weil er sich sonst verzieht. Ist mir egal, gib mir die scheiß Eisblume da. Und weiter geht's. Oh. Okay. Ist jetzt kein Akt. Alles klar. Muss die dritte Starcoin? Kommt die noch? Hoffentlich. Ja, okay, es geht in einer Unterwasserpassage weiter. Die sind nicht sie. Doch. Anscheinend sind sie doch zielsuchend, aber jetzt keine große Herausforderung. Genauso wie diese Starcoin hier. Ist jetzt nicht die krasseste. Aua. Naja. Okay, wir holen uns noch hier die Eisblume ab. Und dann geht's auf. Zum Boss. Der Bowser Junior wäre. Okay, das ist weird, den Charakter sich so von alleine bewegen zu sehen. Ich habe da gerade gar nichts gedrückt.
Dürfen wir ihn berühren? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, die Dinger auf jeden Fall nicht. Und okay, es war eigentlich schon ziemlich klar, was hier zu tun ist. Oh. Okay. Und wir werden uns dann direkt hier platzieren. Oh. Okay, wir dürfen ihn anscheinend berühren. Ich weiß nicht, ob wir ihn nur berühren dürfen, wenn er getroffen wurde, oder ob wir ihn auch jetzt hier berühren dürfen. Also halte ich lieber mal ein bisschen Abstand. Alles klar. Und da ist er down. Ja, sei ruhig. Ha, hau rein. Lach du nur. Ich komm schon noch. Gehört das Level jetzt zum Soda Jungle? Also zum Limonadendschungel? Ja, ja, ja. Okay. Na gut. Dann teaser ich den Limonadendschungel wie geplant schon mal an. Aber gehe dann zurück zum Minzmeer, was wir als nächstes machen werden. Alles klar. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder am Strand der 1000 Fontänen. Ich freue mich schon, ich hoffe ihr auch. Bis dann und ciao.